Ich bin anders. Ich bin anders als alle anderen. Ja, ich bin anders als ihr alle. Nein, ich bin nicht anders im Sinne von Herkunft, Sprache, meinen Hobbys oder dem, was ich habe. Ich bin anders durch das, was in mir drinnen ist. Durch meine Gefühle, durch meine Meinung, durch meinen Charakter und durch das, was ich tue. Und das ist es, was einen Menschen ausmacht. Das macht mich aus, das macht uns alle aus. Das, was in uns steckt. Dieses Ich. Dieses besondere Ich. Und genau dieses Ich ist es, was nicht nur mich, sondern uns alle voneinander unterscheidet und uns alle anders macht. Deshalb sage ich euch schon am Beginn meiner Rede, seid stolz auf das, was ihr seid. Und seid stolz auf das, wie ihr seid. Seid stolz auf eure Einzigartigkeit. Denn besonders in unserer Zeit, in der Zeit von Facebook, Twitter und Co., wo Mainstream kein Vorschlag, sondern Pflicht ist, ist es schwer, diese Individualität nicht zu verlieren. Von allen Seiten wird genau diese Individualität heutzutage beeinflusst und Stück für Stück zerstört. Fragt euch doch einmal selbst, wie oft habt ihr schon etwas getan, nur weil es andere auch tun? Oder habt ihr jemals schon etwas gekauft, nur weil es andere auch haben? Jedes Mal, wenn ihr etwas macht, nur weil es andere auch machen, wenn ihr quasi mit dem Strom schwimmt, ohne es eigentlich zu wollen, geht ein kleines Stückchen eures Ichs verloren. Ich will euch damit jetzt nicht sagen, dass Mainstream automatisch schlecht ist und ihr um jeden Preis versuchen solltet, gegen diesen Strom zu schwimmen. Nein, ich will euch nur daran erinnern, diesem Strom nicht ganz zu verfallen. Euch daran erinnern, euch selbst aufrechtzuerhalten und eure eigene Marke zu setzen. Eure Marke Ich. Nun, aber was ist so eine Marke Ich? Für mich ist es die Mischung zwischen den inneren und den äußeren Werten eines Menschen. Ja, wie jetzt? Waren es nicht gerade noch Charakter und Gefühle, die einen Menschen bestimmen? Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Natürlich kann man keine Menschen nach ihrem Aussehen beurteilen. Was ich mit außen meine, ist nicht nur das Aussehen und die Kleidung, sondern auch das Verhalten, die Körpersprache, die Mimik und einfach alles, was man an einem Menschen sehen kann. Und daher glaube ich einfach, dass die Schale zum Kern passen sollte und umgekehrt. So nach dem Motto, was draufsteht, ist auch drin. Kurz gesagt, die Fassade sollte in gewisser Weise das Innenleben widerspiegeln. Innen ruhig, außen ruhig. Innen wild, außen wild. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als einen Menschen, der vorgibt, jemand zu sein, der er nicht ist. Oder jemanden, der nicht dazu steht, wer er wirklich ist. Jemanden mit verfälschter Persönlichkeit. Ich, für meinen Teil, glaube eigentlich ganz gut, die Balance zwischen innen und außen gefunden zu haben. Zumindest fühle ich mich auch so, wie ich bin. Ich bin, was ich tue und ich tue, was ich mag. Ich kleide mich so, wie es mir gefällt. Nicht, wie irgendein Hochglanzmagazin gerade vorschreibt. Ich höre die Musik, die ich gerne hören will. Nicht die, die den ganzen Tag auf für drei Runden rauf und runter gespielt wird. Und ich sehe mir die Filme an, die ich ansehen will. Gut, so viel zu meiner Individualität. Trotzdem muss ich sagen, dass all diese Dinge vom Mainstream beeinflusst werden. Ja, auch ich bin in gewisser Weise Mainstream. Dennoch versuche ich oft gegen den Strom oder einfach durch dessen kleinere Nebenflüsse zu schwimmen. Ich versuche, gewissen Dingen einfach auszuweichen und meine Prioritäten selbst zu setzen. Für mich zählen immer noch Gefühle und Emotionen. Ich bin einfühlsam, versuche immer hinter den Vorhang zu blicken und denke, bevor ich etwas mache. Gut, ich bin auch faul, dickköpfig und mache genauso viele Fehler wie jeder andere. Aber zumindest versuche ich, so gut es geht, engagiert, wissbegierig und hilfsbereit zu sein. Wahrscheinlich sind das aber genau die gegenteiligen Eigenschaften eines typischen Mainstream-Menschen in unserer schnellen, internetgesteuerten Welt. Ich denke also gegen den Strom. Gegen den Strom. Ja, genau. Genau das ist es, woran es den meisten Jugendlichen heutzutage fehlt. Einfach die Dinge kritisch zu betrachten und zu hinterfragen.
sie nicht einfach so zu nehmen, wie sie sind. Manchmal einfach Nein sagen zu können und nicht systematisch das zu tun, was andere auch tun. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass viele Jugendliche in Österreich verlernt haben, selbst zu denken. Sie haben verlernt, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Ja, zugegebenermaßen, das ist auch alles andere als leicht. Den ganzen langen Tag wird man von allen Seiten regelrecht mit verschiedensten Ansichten bombardiert. Von Eltern, Lehrern, Freunden, den Medien, Politikern, eigentlich von der ganzen Welt. Man sollte diese Meinungen aber weder an sich einfach vorbeiziehen lassen, noch sollte man irgendeine Erstbeste annehmen und als die eigene vertreten. Der beste Weg wäre, all diese Standpunkte abzuwägen, die guten Stücke herauszufiltern und sich daraus wiederum die eigene kritische Meinung zusammenzusetzen. Doch welcher Jugendliche tut sich das noch an, sich zu informieren? Es ist doch viel einfacher, andere für sich denken zu lassen. Aber wenn ihr das macht, geht wiederum ein Teil eures Ichs verloren. Und wenn sich zu viele dieser Ich-Teilchen auflösen, geht ihr irgendwann in der grauen, einheitlichen Masse des Mainstreams unter. Ich will euch mit meiner Rede jetzt aber auch nicht dazu auffordern, euch die Haare bunt zu färben, euch extrem ausfallend zu kleiden und das zu tun, was sonst keiner tut. Das, was ich will, ist es, euch davor zu warnen, ganz im Strom unterzugehen. Ich möchte euch sagen, wie wichtig es ist, das zu sein, was man sein will. Und dafür müssen wir alle selbst entscheiden, wer wir sind und wie wir sind. Wir alle müssen die perfekte Mischung für uns zwischen Charakter und Aussehen finden. Wichtig ist, du bist du. Denn so wie du bist, bist du richtig. So wie du bist, bist du anders.